Beim Wort Ordnungsamt denken viele nur an Knöllchen und Parksünder. Dabei sind die Aufgaben der Ordnungsbehörde viel vielfältiger. Heute zum Beispiel ist die Melsunger Ordnungspolizistin Sandra Grieb in der Gemarkung Mahlsfeld-Sipperhausen unterwegs. Sie ist auf der Suche nach angeblich illegal errichteten Hütten. Stattdessen findet sie einen Kleingarten und einen Hühnerstall. Auch die Überprüfung der Parkautomaten gehört zur Aufgabe der Ordnungshüter. Sie schauen nach, ob die Geldkassette voll oder das Papier leer ist. Wenn der Automat, wie hier in Melsungen, kaputt ist, stellen sie ihn auf defekt. Knöllchen aus Papier werden heute übrigens gar nicht mehr so viele verteilt. Denn dafür gibt es inzwischen eine App, in der die Daten der Parksünder eingepflegt werden. Und auch heute ist sie am Ende des Tages gut gefüllt.